Bei was bitte sind Sie? So beim Tierschutzvereinsheim, meine. Beim Tierschutzverein, ja. Ja, bitte. Ja? Ich hab nämlich ein Anliegen. Aber die Band spielt so laut. Die Band Sie müssen ein bisschen leiser spielen, dann höre ich Sie besser. Wer sind Sie jetzt? Ich bin die Frau Hüberler. Ich bin der Kevin Jakob vom Tierschutzverein. Kevin Jakob, nein, das ist aber kein gescheiter Name. Nein, ja, grüß Gott. Ich hätte ein Anliegen, nämlich meine Hände, die geht so schlecht, die haben so wenig zum Essen. Und ich bin so eine alte Frau, ich kann mir keine Händelfutter leisten jeden Tag. Ne? Händelfutter? Ja, jetzt habe ich eine Spende. Braucht hätte ich eine Spende. Mit von wegen einem Futter, was? Für die Hände, gell? Können Sie da was machen für mich? Bitte! Händeln? Ja, Händeln sind doch eh Hühner, oder? Hühner? Ja, Händel sind meine. Ach so. Ja. Na, vielleicht habe ich da was im Archiv. Ja, schau uns bitte! Also, Sie brauchen ein Futter für ein Händel. Für ein Händel und für mehrere Händel. Ja, da kann ich Ihnen anbieten, ja, zum Beispiel, ja, Hühnereier. Nein! Da können Sie eine Eierspeise machen. Pfui, Teufel, was sind das? Nichts. Das ist ja Huhn. Das ist für Hühner, oder? Ja, das ist ja Hennibalismus, ist ja das. Das ist, oder das macht man nicht. Ein Geflügelaufstrich, das ist sogar für, nicht nur für Hühner, da können Sie auch, falls Sie Bienen oder Flamingos daheim haben, die können das alle essen. So was habe ich nicht. Was? Bienen? Das ist zum Einschmieren, oder was? Dass die Hände oder Sie können es einschmieren. Dann können Sie wieder besser fliegen. Hühneraugen. Nein. Hühneraugen. Für die Hühneraugen. Zum Einschmieren. Dann sehen Sie wieder besser. Ja, nehme ich schon. Geben Sie her. Dann nehmen Sie. Ja, ich nehme also schon. Also die Eier wollen Sie nicht. Ne? Nein, die Eier, aber das ist ja nicht. Und wenn Sie nehme ich für mich selber vielleicht. Dann nehmen wir. Ja. Und eine Hühnersuppe haben wir auch noch. Gibt es die auf Krankenschein? Das geht ganz leicht. Da ist der Krankenschein direkt Suppe da. Für Hühner. In ein Dreiviertel Liter kochendes, ja, Wasser einrühren. Ja, normalerweise essen sie die Erbsen ohne Suppen. Na, ich hab das schon gemacht mit der Rindsuppe für die Kühe vom Onkel Hedwig. Ja, denen hab ich eine Rindsuppe gemacht, das hat ihnen gut geschmeckt. Hat ihnen gut geschmeckt. Na bitte, bitte, probieren kann man es ja. Aber ein Kernel haben sie keine. Und ein was? Ein Kerndl zum Essen. Kerndl. Die können Ihnen das als Kerndl nachgeben, ohne Wasser. Oh, ohne Wasser. Dann können Sie das direkt aufnehmen. Ist das nicht so scharf? Kriegen die dann nicht. Nicht so scharf, nein. Gelbe Eier. Da haben Sie noch einen Tauschen. Ach so. Ist ein Händl drauf. Nein, bei diesem. Da ist doch ein Händl drauf. Das ist dir. Ist ein Händl drauf? Das ist dir. Ja, ich. Haben Sie das da alles, was Sie brauchen? Ja, die Eier. Die Eier brauchen wir noch. Ja, das ist aber noch immer, da komme ich keinen Tag aus. Na, bevor es heimgehen jetzt, ja, singen wir doch noch ein Lied gemeinsam, singen wir, oder? Singen wir, na ja, wenn Sie so ein oder wissen Bruder Sie, sind, ich kenne schon ein Lied. Ich kenne auch ein Lied. Ich kenne schon ein Lied. Ja. Ja. Gegen's mein Händel, es steckt ein Huhn, der Sorne Viecher, ich kann gar nicht schauen. Bitte hab ich hier nicht an. Die Händel war Rrrrbala. Schatz auf den Baum. Hacke aus! Händelschmaus! Lied ist aus!
Und ob ein Platz noch durch, an Hunger hab ich auch. Und ich stell mir eine Sorge wurscht, aber was soll ich zum Denken das wird? Ja, aber kennen uns mal da, mit Lektors im Föhn. Na klar, da gibt's am Ecke Sacko, oder wollen's am Burger auch noch, dann ist für ich nicht. Es ist Gott niemand mehr. Wollen Sie hüpfen oder wollen Sie hüpfen? Lass die Massen so genau, was niemand kann lernen. Suchen Sie sich und das ist ja noch etwas. Der vielleicht ein hüpfen Zero sein. Ich glaub, das sag ich lieber nein. Oder wollen Sie am kalten Kaffee? Na, da krieg ich Schädel weh. Bring uns mal ein hüpfen Original. Ob ich nicht dich bald erwarte. Mein Lieblingsgetränk, dem Rülpsing-Nobe, bin ich so gut, ja,
vielleicht wird's was auch. Mach mich heute Fritz an. Ist das nicht wunderbar? Unser Rübsi oder unser Rübsi lebt, ich weiß nicht so genau, was die Dinge nicht. Sucht so sie uns aus, wie wir heute werden. Wird vielleicht ein Rübsi Zero sein. Kommt das so geliebt. Spielt ihr eine geile Nummer, eine neue geile Nummer, die heißt Wie schön ist das denn? Aber wir spielen sie nicht allein. Wir haben einen Gastsänger dabei, aus der Schlagerbranche. Aber heute werden wir mal so richtig abrocken. Hier kommt Klaus Iberto Fantastilo. Wir treffen uns in einer Taverne und nach diversen Bieren. Ich war schon super voll. Keine Mittagspause für meine Nieren. Mehr gesoffen und es schmeckte mir sehr gut. Hoffentlich hab ich mich nicht erbrochen. Ich hoffe, dass es die Liebe gibt. Ich hoffe, dass du mich magst. Und wenn ich mich nicht fragen darf, hoffe ich, dass du mich fragst. Wo wir uns nicht treffen wollen. Schönen Tag, von dem ich dir dann sagen kann, dass ich dich mag. Wir haben uns verstanden und das merkte ich mir gut. Wenn ich an dem von dir würde ich so umrahmen. Einem schönen Rahmen, nicht aus Holz, sondern aus Gold. Du bist mir lieber als alle anderen Damen. Wenn ich dir in die Arme schaue, dann gibst du mir ein Ding. Und bin da alles weg, oder wer Frau? Du bist meine Lieblingsfrau und sicher keine andere. Das weiß ich mittlerweile ganz genau. Ich hoffe, dass es die Liebe gibt. Ich hoffe, dass du mich magst. Und wenn ich mich nicht fragen trau, hoffe ich, dass du mich magst. Wo wir uns nicht treffen wollen an einem schönen Tag, an dem ich dir dann sagen kann, dass ich dich sind, könnte ich dir was kochen? Alles, was du willst und schweigst.
Gespäß, koche ich nur Gemüse. Weil das viel weniger barbarisch ist. Wir dürfen einen Verkörper. Haben, ist es dann so weit? Wir können uns endlich aneinander laben. Wie schön, dass es die Liebe gibt. Wie schön, dass du mich magst. Und wenn ich mich nicht fragen darf, weiß ich, dass du mich magst. Wo wir uns nicht treffen wollen. Auch danke an das Rosa Einhorn. So, wir spielen direkt weiter. We'll be right back.
Bürgermeister von Jürgos. Danke, wie war ein Hagelstrumpf? Okay, tschüss!